Ja, für uns geht es gerade Runde mit der Gondel vom Skizentrum in Changping und wieder gibt es eine Erfolgsmeldung aus rot-weiß-roter Sicht. Miriam Buchner rast sensationell zur Silbermedaille im Damen-Super-G. Die 29-jährige Salzburgerin, die hat in den letzten Jahren so viele schwere Verletzungen, die musste sich so vieler Operationen unterziehen und jetzt steht sie am Ziel ihrer Träume. Jetzt hat sie die Silbermedaille. Bei ihrem Olympiadebüt gibt es die erste Medaille für Buchner. Das Rennen, das war sehr, sehr spannend, ein echter Thriller. Buchner hat mit Startnummer 3 vorgelegt. Dann gab es allerdings noch mit der Nummer 7 Lara Kuppich-Rami, die Schweizerin, am Ende um 22 Hundertstel schneller. Und für die Schweizerin ist es die erste Goldmedaille bei Olympischen Spielen. Das war das letzte Puzzleteil, das ihr in ihrer imposanten Karriere noch gefehlt hat. Sie weinte am Ende im Zielgelände vor Freude. Gold also für die Schweiz. Auch die Bronzemedaille geht an die Schweiz, an Michelle Giesin. Die lag am Ende 300stel leider vor der Mara Dippler, die Steierin, muss sich mit Blech zufrieden geben und auch sie weint dem Ziel allerdings nicht aus Freude, sondern aus Trauer. Für Österreich ist es die zweite Medaille bei den Skidamen. Insgesamt hält unser Team bei 14 Medaillen hier bei den Winterspielen in Peking. 4 Gold, 6 Silber und 4 Bronze. Eine unglaubliche Ausbeute. Österreich ist damit weiterhin die Nummer 3 Medaillenspiegel und Buchner, die jubelt über Silber.